Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten die Navoka. Guten Tag. Der Wanma. Hallo. Und die Enno. Hey. Der Enno. Fängt das jetzt schon wieder an? Natürlich. Muss doch. Es ist übrigens, zwischen den Folgen ist nichts passiert. Ja. Nein, überhaupt nichts. Nee, gar nicht. Deshalb stehen auch nur zwei ramponierte Fahrzeuge. Ja, die. Keine Ahnung, wo die herkommen. Vorhin standen vier ramponierte Fahrzeuge hier. Also, ich weiß nicht, wo die zwischenzeitlich hingeflogen sind. Die Rebellen. Die haben jetzt so zwei Autos zusammengeschraubt. Ja. Die haben aus den vier, haben die Teile gemacht und zwei gebaut. Ja. Dann fahren wir mal los, ne? Ja, okay. Ja, gerade noch. Da vorne fahren wir nach rechts. Ich weiß, wir dürfen gleich schon ein neues Auto nehmen, weil wir auf dem Kopf haben. Das würde nie passieren. Der Straße folgen? Ja. Jetzt gleich nach links. Die Gabelung. Jetzt? Dann ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile Fata Morgana. Wieso? Fiesekorre? Bei mir tauchen Autos auf aus dem Nichts. Ja, wenn du plötzlich die Augen aufmachst, der Rücksitzbank ist es klar. Nein, nein, bei offenen Augen. Ich glaube, das ist ein ermüdetes Auge durch die Scharfschützenaktivität. Oh Mann, das wird jetzt was den Bukat killen. Den Bukake killen? Bukat. Achso. Ja, ich kenne Bukat. Ist halt kleiner, möchte gern Army Ranger, den kriegen wir schon klein. Einmal gerade durch auf der Straße bleiben, ist glaube ich das Schlauste. Ach hier. Ihr wisst doch, die Rangers sagen doch immer zu uns Rechts? Seals, wir wären die Flaschen hoch 3, nur weil da die besser im Nahkampf sind. Oh, hier ist schick. Joa. So, wir haben das da jetzt vor uns. Oh ja. Wir sollten vielleicht hier schon anhalten. Ja, ich sehe. Und dann da in der den Berg hoch. Werkstatt, nee, Baustelle. Vielleicht. Ich sehe auf dem Dach schon einen Schützen. Ja. Ja, ein bisschen berghoch. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Oh, die können gut gucken. Ja, da, war grad, da waren zwei. Da war gesagt, einer mit dem Fernglas. Ja, die sind wirklich gut. Gut ausgebildete Speer, aber das erwartet man bei Bukat ja auch. Die Sache ist, wir können hier natürlich nicht zu viel machen, weil wir wissen jetzt nicht, was in der Mine ist. Hm. Was bauen die hier ab? Silber. Silber. Silber, okay. Ich versuch, das Zeug, was du auf deinem Platin drauf hast. Das Zeug, was ich auf meinem Finger habe. Mhm. Was ich auf meinen Fußkappen habe, womit ich dir gleich in den Arsch trete. Darauf stehe ich nicht so. Ich sehe jetzt in der Höhle. Am Eingang. Okay, also vor der Höhle sind alle markiert anscheinend. Also ich habe geguckt, es ist keiner sonst mehr offensichtlich zu sehen. In den Häusern? Okay. Bin ich reingeflogen, ist nix. Okay. Okay, ich sehe also Vorräte sind in den Häusern, aber sonst halt keine Person. Ich sehe rechts noch einen kleinen Unterstand auf dem Felsen. Da würde ich mich mal kurz positionieren. Ah ja, ja, ich sehe den. Dieses mit dem ich sehe noch einen Tank und da kommt jetzt. Ah ne, das ist Reaper, ich dachte schon. Ich hatte nur was in der Entfernung gesehen. Ich bin hier der kleine Getarnte. Okay. Eins ist. Obwohl. Meint ihr, die zwei sieht das, wenn die eins umfällt? Ich könnte die zwei direkt erledigen. Wenn Reaper die eins. Ich könnte die drei jetzt erledigen. Enno, kannst du die eins? Bin gerade noch auf dem Weg dem Felsen hoch. Die eine fand. Müsste aber jetzt schnell gehen, weil die 3 verlässt gleich wieder meinen Schussradius. Ja, die 3 kann ich aber im Schussradius behalten. Hab 1 und 2 im Visier. Okay, ich hab alle 3 im Visier. Wamba 2 und Reaper 3. Im Visier. Verstanden. Okay. 3, 2, 1, Feuer. Erledigt. Sehr gut. Vorrücken bis zum Tunneleingang. Okay.
Verstanden. Wie weit bist du in den Tunneleingang reingegangen? Mit dem Nachschub ich habe um die erste montierte Waffe. Dings gespielt, um die erste Kurve. Okay. Zur Not hätten wir einen Panzer, mit dem wir noch Feuerschutz geben können. Da kommen wir aber nicht in den Panzer, rein, ja in den Tunnel. Oder? Wir haben ja auch einen Helikopter, vielleicht kommen wir damit da rein. Ja, klar. Habt ihr die Vorräte in den Häusern genommen? Ich hab die vor den Häusern genommen, nicht in den Häusern. Ich habe jetzt hier keine gesehen, aber... Okay, dann machen wir die auf dem Rückweg. Ich denke, da gibt's Wichtigeres. Eine Sache, ich muss jetzt einmal noch mit der Drohne gucken, mein die hat Gott, nicht so eine weite Reichweite gehabt. Was für ein Training macht Burkhardt hier? Das erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Machinen arbeiten. Stopp! Achso, nee, das ist die Eins, die markiert das. Manchmal Frauen. Alles in Ordnung. Manchmal kleine Kinder. Die Rekruten scheint ein... Sind sie selbst dran. Der hat ein montiertes Geschütz. Okay. Ist der alleine? Nee, die Zwei siehst du doch noch. Ich hab beide im Visier. Ich hab die Eins. Moment, ich gehe auf Enders Position. Ich hab auch die Eins. Okay. Dann 3, 2, 1, Feuer. Sehr gut. Vorsicht, Tunneleingang links. Genau, da ist noch ein Seiteneingang. Da steht wieder einer am Geschütz. Eins. Ja. Der hat sich wiederbelebt, glaube ich. Puh. Im Tunnel sehe ich gerade keinen auf dieser Höhe. Da hinten ist noch eine weitere Person, die hat das aber nicht mitbekommen. Die jetzige Eins. Ihr könnt bis zu dem Geschütz vorrücken. Standen. Kann man die Lichter hier ausschalten? Ich schätze mal. Du musst sagen, wenn du nachrücken musst, ne? Eins ist mit dem Rücken zu uns. Geht tiefer in den Tunnel rein. Den könnt ihr ausschalten, wenn ihr ihn kriegt. Ausschalten. Okay. Dann fliege ich den Tunnel einmal zum Ende, aber ich sehe nichts. Dann wahrscheinlich in die andere Richtung. Ich sehe hier direkt doch ein. Wo denn? Der ist nicht markiert. Der steht direkt vier Loren vor mir. Du bist höchstwahrscheinlich in einem falschen Gang abgebogen. Ich weiß nicht, in welchen sollte ich rein. Hier ist noch ein Seil. Ich bin gerade aus. Da bin ich. Ja, der ist groß. Nein. Nein. Wann war es in dem anderen Tunnel? Da sind zwei Leute, mindestens. Ne, da sind sogar noch mehr. Ja. Geht einmal zu, wann war. Oh, das ist nicht. Achtung, die Eins kommt auf dich zu. Wir sind wahrscheinlich jetzt. Schieß, wenn nötig. Schieß. Da kommt ja von. Okay. Das haben die gehört, aber ich hoffe, die haben es nicht gesehen. Ja. Vorsicht. Sie haben es nicht gesehen. Reaper, Endo, seid ihr da? Ja, wir sind in den Baracken von denen. Wir kommen die zwei halt nicht gut von hinten treffen. Ja, Michos. Tranquilos. Okay. Vorsicht, Kreuzung. Zur Not hat die zwei ein explosives Fass hinter sich. Keiner. Ist alles Schleckereis. Habt die vier im Visier, steht mit dem Rücken zu mir. Warte, nicht schießen. Eine unmarkierte Person hinter der vier. Ich kann die zwei eigentlich relativ schnell treffen, vielleicht sogar. Steht da rechts. Dann schalt die zwei aus, wenn du kannst, Manwa. Enno, bist du bereit? Ich muss halt dafür aufstehen. Ich will niemals momentan. Ich hab die unmarkierte. Auf die vier. Er ist tot. Okay, Darin. Jetzt. Sehr gut. Ja, den hast du aber nicht gut erwischt. Okay, du kannst vorrücken, Manwa. Wo war doch noch einer? Sie haben die Explosion halt gehört. Ich werde lieber das Licht ausmachen. Aber wenn du weiter vorrückst, dann bist du wieder bei. Ah, ja, ich sehe sie da hinten, ja. Okay. Ach, die gehen hier wieder zusammen. Ich werde einmal zurück. Stopp! Ich kann sonst mit der Drohne nicht mehr. Hier kommen irgendwo aus einem Seitengang Gegner raus. Wir müssen jetzt erstmal Stellung halten hier. Ja, haltet die Stellung, ich komme hinterher. Wieder zum Eingang. Bleibt, wo ihr seid. Alter. Aber Deckung. Geht's dir gut, Enno? Mist, Seitengang! Ja, mir geht's halbwegs gut. Ich flieg schon mal mit der Drohne zu euch. Noch nicht nötig. Noch nicht? Ich habe auch die falsche Drohne ausgewählt. Oh, Vorsicht, Deckung. Okay, ich bin bei dir, waren wir? Okay. Wow. Wir rücken vor. Ich höre hier nur Explosion, das ist gar nicht gut. Was ist da ausgeschalten? Können halt hier von überall kommen. Von hinten. Was?
Wow. Ja. Danke. Puh, das hätte mir den Arsch kosten können, wortwörtlich. Ja, wer ist denn jetzt hier? Alle. So. Ich bin bei dir. Nein, nein, alles gut. Es waren hier gerade nur, irgendwie war hier eine Person zu viel. Rücken jetzt gemeinsam vor. Der Tunnel geht zu tief runter. Nein, nein, das war jetzt auch in Ordnung. Wenn die Tarnfelder machen, wie Wärmebild, Empfänger komplett unnütz. Ich sehe halt nur schwarze Personen, was halt gut ist. Und es war halt gerade einer da, den ich in Thermalsicht gesehen hatte. Das war jetzt gerade etwas, ja. Vorsicht, Seitengang. Hier ist einmal neue Munition. Hat sich zugestellt. Mm. Okay. Oh! Der kam von der Treppe. Au, ha. Ich hab die Treppe. Mhm. Wir müssen hat keiner. Auf Munition. Doch, da kommt was. Hinter uns laufen welche rum, aber die sind in die Seitengänge reingelaufen. Ja, aber nicht, dass die uns hier... Wir müssen runter. Das Problem ist, das ist hier so gefährlich, wenn jemand hinter uns ist. Weil die können ja von immer... Ne, von immer überraschen. Dann lass Enno zum Schluss gehen und der soll ein paar Minen platzieren. Oben und so auf dem Weg nach unten. Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Entschuldigung. Nee, dann geht mal vor. Kann man hier nicht die Leiter nehmen? Immer schön unten durchs Lochgitter gucken, selbst wenn ihr Höhenangst habt. Erste Mine liegt oben. Ich habe mich mal vor dem Einsatz ein bisschen besser ausgerüstet. Ich habe jetzt doppelt so viele dabei. Oha. Sechs Stück, das dürfte uns hier den Arsch gut abdecken. Oh ja. Okay, ich werde von hier aus nochmal die Drohne vorschicken. Die Drohne ist unterwegs. Bitte Mine. Eine Mine. Gibt's hier nicht irgendwie einen Generator? Oh, da ist einer am Geschütz. Lass mich hier eine Mine legen. Oh, jetzt ist er weggegangen. Ist immer noch da. Nicht mal das Explosive. Noch ein Geschützturm, aber weiter hinten. Ich sehe Burkhard. Ziel markiert. Ja? Ich sehe Burkhard nicht. Aktiv auch nicht. Nee, der ist neben der 1. Ach so. Quasi zwischen 1 und 2. Dazwischen sitzt er. Der Burkhard hat mich gesehen. In jedem billigen Actionspiel würde man jetzt einen Raketenwerfer nehmen und einfach draufziehen. Mir wurde im Chat, im Funk gesagt, der Funk fährt, rennt weg. Er ist tot. Nee, er sitzt da. Achso, okay. Hinter den Kisten sitzt er. Hier sind keine Kisten. Ach, da! Jetzt hier. Wow! Okay. Von wegen, harter Kerl. Hab ich mich erschrocken, dass der da plötzlich war. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivien passiert. Was ist denn hier? Nun schlagen wir endlich zurück. Weiter so. Wir haben ihn. Oh. Mal nach unten hier in der Mitte. Wie geht's nach unten? Burkhard wollte es so, vergiss das nicht. Oh. Wir mussten das tun. Sollen wir den Weg ausprobieren? Da ist die 5. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wo es da lang geht. Oder ist hier vielleicht noch mehr in der Mine? Jetzt können wir ja die Seitengänge ausprobieren. Hoch kommt man auf keinen Fall. Dafür ist die Kante zu steil. Sieht so aus, als kommt man wieder nach oben in einen besser beleuchteten Gang. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas rumliegt und komm sonst vorne raus. Wir kommen wieder raus, das ist ein kleiner Seitengang, der okay. Da an das Gebirg, an die Rückseite des Gebirges führt. Gut verstanden. Oh, frische Luft. Ja. Okay, dann treffen wir uns am Haupteingang, oder? Ja, da müssen wir hier den Berg noch hoch. Ist noch irgendjemand in der Höhle außer mir? Ich bin da halt noch, aber okay. Ich werde auch hinten rausgehen, damit ich die Minen nicht auslöse. Vergiss du die Minen bitte auch nicht. Ja. Hinter mir, Reaper? Oder komm sonst lieber in die Richtung mit. Okay. Wann war? Nicht, dass du da irgendwie Probleme hast. Ich bin, glaube ich, aber schon lange an den Minen vorbei. Ja, okay. Vier Minen insgesamt auf den Treppen. Ja, dann bin ich lange vorbei.
Hier links. Ich höre Schüsse. Ich komme zu euch. Ja. Gut, wir haben unten einiges an Explosionen ausgelöst. Nee. Ich glaube, dass hier oben noch einiges an Truppen unterwegs ist. Moment, was ist denn... Ansonsten sieht das Gebiet aber eigentlich ganz ruhig aus. Hier bin... Oh, Leute. Ja. Hm? Ist noch jemanden? Waffenkiste. Das ist gut. Aber ich komme erstmal raus. So, ich bin am Haupteingang. Auch am Haupteingang. Ah, hier. Ich habe hier noch irgendjemanden reden gehört. Ich geh mal weiter mit Nachschub. Aufpassen, auf dem Hügel kann sein, dass da noch irgendwo einer rumsteht. Leute? Ja. Ich komm noch mal kurz dann in die Höhle rein einmal. Das ist, was war denn jetzt schon hab wieder? Ich auf dem Rückweg gesehen. Die Waffenkiste, was du sagtest. Ja, ich habe da gerade eine im Hintergrund gesehen. Ich bin mal in die Seitengänge hier reingegangen. Ja. Moment, ist da der Trainingsraum? Da bin ich aus dem Trainingsraum rausgekommen, oder? Ja, genau, dann hier und dann rechts. Das ist... Da... Hinten. Ich einfach eine. Weggetackelt werden. Ja, da hinten ist die. Das ist ein Tunnelsystem hier unten. Und was war's? Alle wie die Gierlappen. Sniper. Eine MSR. Ach, das ist diese komische Präzision eines Chirurgen und dabei kann das Ding gar nichts. Was kann die denn? Guck mal kurz in meinen Rucksack. Die ist, sorry, aber die ist schlechter als meine HTI. Also. Du hast doch das Spitzenmodell hier. Angeber. Kann halt nichts dafür, wenn ich halt einfach das Beste der modernen naja. Technik bekomme. Hier ist schneller, durchdringender, leiser. Ja, dann ist das Ding auch wieder überholt. Ich finde jetzt gar nicht so viel schlechter. Hast du die Kingslayer-Akte hier unten gefunden, Manuel? Das war ein kleines Zettelchen, ja. Okay, gut. Es lang direkt, wo wir langgelaufen sind. Okay. Oh, und unser Freund aus dem Irak hat uns eine Waffe noch hinterlassen. So, Stromsporn. Oh, naja. Erstaunlicherweise noch ziemlich hell. Reaper. Ich glaube, wir sind nicht so weit im Berg drin. Komm mal hier hinter. Hier auch schon wieder die Vögel. oder bauen die jetzt oder die Grillen bauen die jetzt neuerdings Höhlen auch in Felswänden? Wer weiß. Also das. Vielleicht denken sie, da kommt gleich eine Bombe vom Himmel oder so, also so Atombombe oder so. Das was meinst uns du, der Bookhart hinterlassen hat, ist aber keine so tolle Waffe gewesen. Was hat er denn hinterlassen? Eine M4-1 ja. Tactical, die nur ach, Einzelschuss das hat. Wer baut denn eine M4 Wunder, mit Einzelschuss? Aber, ne? Ich hab ja gesagt, die Ranger glauben, sie wären was Besseres als wir Ghosts, nur weil sie besser im Nahkampf sind. Einmal Munition. Enno sollte sich auch neue Minen nehmen. Okay. Mit Schusswaffen können die Idioten einfach nicht umgehen, das ist zu dumm zu. Ich vermute mal, wir nehmen den Heli. Der sieht doch ganz schnuckelig aus. Auf jeden. Ansonsten hätten wir noch einen Panzer. Gut. Dann könnten wir entweder, obwohl wir machen das, wir fliegen nach Südosten. Was ist denn der derzeitige Einsatz? Wir fliegen rüber nach Flor de Oro. Flor de Oro. Die. Unten rechts auf der Karte in Bolivien. Wir können auch nach Coani rüber. Nee, ich bin gerade am überlegen, was meine Spanischkenntnisse mir da sagen. Flor de Oro, das ist irgendwas. Das Erd. Das Golderz.
Wir haben unterwegs aber noch Missionen hier, ne? Was denn? Laut PDA haben wir noch in Malka. Ja. El Cardinal. Da sollen wir uns mit Bowman treffen. Hast du recht, ja. Und La Plaga haben wir in La Cruz. Ja. Ich glaube, La Cruz machen wir später, aber wir können gerne uns um El Cardinal kümmern. Ich meine nur, weil die wäre dann halt auf dem Weg. Ja, machen wir. Ja, das klingt gut. Richtung bleibt die gleiche. Okay, dann. Aber ich glaube, bis dahin sind zumindest, wenn wir da angekommen sind, die Speicherkarten voll. Ich glaube auch. Ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten Aufnahme, also ich weiß nicht, wie viel die normalerweise halten. Ja. Immer nach Tagesabhängigkeit. Wir können halt gerne jetzt eben einen Speicherkartenwechsel reinhauen. Und dann, wenn wir in Flor de Oro angekommen sind, beziehungsweise nein, falsch, wenn wir beim El Cardinal angekommen sind zur Mission, können wir ja wieder Speicherkarten wieder reinsetzen. Wird ja keiner. Den Flug will ja keiner aufgezeichnet haben von unseren Chefs. Ja, außer als Beweissicherung natürlich. Ja, aber die wollen nicht hören, wenn wir rumfluchen. Alles klar, dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten wieder, wenn wir dann bei El Cardinal ankommen. Wie ihr gerade gehört habt, werden wir dann irgendwo davor, keine Ahnung, landen und dann sehen wir uns da. Weil wie gewöhnlich passiert nichts zwischen den Folgen. Nein, da passiert nie was. Schaltet bei den anderen rein, zumindest die aufgenommen haben, und lasst ein Abo da, lasst ein Like da, haut Kommentare runter und was Teufel was sonst noch alles. Und ich laber wieder zu viel in dem Sinne. Tschüss. 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 Ciao.